Ich heiße Antje Deus, ich bin 19 Jahre alt und ich absolviere mein FSJ Kultur im Alice Museum für Kinder am Veeds Berlin. Also ich habe, als ich in der 12. Klasse war, mich darüber informiert, was man so nach dem Abitur machen kann. Natürlich kann man gleich anfangen, irgendwie zu studieren und eine Ausbildung zu machen, aber ich wollte eigentlich erst mal was Praktisches machen und vielleicht auch so herausfinden, ob ich gut mit Menschen zusammenarbeiten kann. Und deswegen habe ich davon gehört, dass man ein FSJ machen kann. Das fand ich ganz spannend und habe mich dann dafür beworben. Also wir befinden uns hier gerade in der Wuhlheide und hinter mir befindet sich das Veeds Berlin. Und in dem Veeds sind unter anderem auch das Kindermuseum, wo ich jetzt mein FSJ absolviere, aber zum Beispiel auch die Astrid Lindgren-Bühne und noch andere Sachen. Also ich fand einfach die Einsatzstellenbeschreibung sehr spannend. Und ich kannte das Veeds auch schon selber von meiner Schulzeit, weil ich in der Grundschule hier auch schon mal war mit der Klasse. Und ich wollte halt einfach mal schauen, wie es so von der anderen Seite sozusagen ist, das mal kennenzulernen, das Veeds. Und außerdem arbeite ich halt gerne mit Kindern zusammen und wollte auch mal gucken, ob es mir Spaß macht. Also zurzeit zeigen wir die Ausstellung Erzähl mir was vom Tod. Hier geht es natürlich um den Tod, aber auch ganz, ganz viel ums Leben. Die Besucher können hier eine Reise ins Jenseits machen. Sie können zum Beispiel nach Ägypten reisen und unseren toten Gott Osiris kennenlernen, aber auch nach Mexiko und herausfinden, wie Mexikaner mit dem Tod umgehen. Es ist eigentlich unterschiedlich, wann ich hier ins Veeds komme. Es kommt ein bisschen darauf an, ob wir Führungen haben oder nicht. Normalerweise bin ich so kurz nach 8 da. Und wenn da eine Schulgruppe sich angemeldet hat, eine Kita-Gruppe oder Auszubildende oder irgendjemand anders, dann helfe ich bei den Führungen mit und führe die durch die Ausstellung. Und wenn jetzt aber keine Führung ist, dann helfe ich zum Beispiel im Büro mit, mache da beantworte E-Mails, die ich bekomme oder kümmere mich zum Beispiel um die Facebook-Seite vom Museum. Also es ist echt ganz unterschiedlich. Also besonders gut gefällt mir, dass hier zum einen ein sehr nettes Team ist. Also es macht wirklich Spaß, mit den Leuten hier zu arbeiten und man kann auch ganz viel von denen lernen. Und wenn man Fragen hat, kann man einfach fragen und muss nicht irgendwie Angst haben, dass man eine blöde Antwort bekommt oder so. Und außerdem macht es mir auch super viel Spaß, bei den Führungen mit den Kindern zusammenzuarbeiten, weil es einfach eine ganz tolle Arbeit ist. Man hat keine Gruppe ist wie die andere, es ist immer ein bisschen anders, die Führung. Und man lernt auch von den Kindern noch ganz viel. Also Sachen, über die man sich vielleicht noch vorher keine Gedanken gemacht hat, da denkt man auf einmal drüber nach, weil die Kinder so eine super spannende Frage gestellt haben. Und es macht mir wirklich Spaß, also der Kontakt mit den Besuchern. Also es ist ganz klar, wenn man mit Menschen arbeitet, dass es manchmal auch Leute gibt, vor allen Dingen auch dann am Wochenende, die so ein bisschen vielleicht den Frust an einem auslassen, weil sie, ich weiß nicht, am Morgen vielleicht die Bahn nicht bekommen haben oder so. Und dann muss man halt versuchen, man kann ja jetzt nicht irgendwie beleidigend sein oder so, deswegen dann halt einfach ruhig zu bleiben und freundlich zu antworten und versuchen, irgendwie das beste Ergebnis jetzt in der Situation herauszubekommen. Aber manchmal macht es nicht ganz so einfach, wenn man vielleicht mal ein paar Gruppen hat, die jetzt nicht so interessiert sind, wo da noch einige sind, die nicht zuhören oder nicht mitmachen wollen. Aber ich glaube, es ist ganz normal, wenn man mit Menschen arbeitet, dass es da halt auch mal Leute gibt, die vielleicht nicht so ganz freundlich sind oder interessiert. Aber es gibt genügend Leute, die interessiert sind, das macht es dann wieder wett. Also ich finde, man sollte generell erstmal die Einsatzstelle finden, die einem wirklich Spaß macht. Aber ich glaube, die Einsatzstelle ist ganz besonders was für Leute, die halt gerne mit Kindern und auch mit Erwachsenen zusammenarbeiten. Und das ist halt auch das gerade, was es so spannend macht. Und in der Ausstellung, die wechselt ja auch immer. Also es ist keine Dauerausstellung, sondern wechselnde Ausstellungen. Und es sind immer spannende Themen auf jeden Fall, wo man auch selber drüber nachdenken muss und auch sehr viel drüber nachdenken kann. Und ich glaube, wenn Leute sich wirklich für irgendwelche spannenden Themen, die auch gesellschaftlich relevant sind, interessieren, dann sollte man das auf jeden Fall mal ausprobieren und sich dafür bewerben. Wenn die Leute daran interessiert sind und sich sagen, ja, ich möchte auf jeden Fall ein FSJ machen, dann sollten sie es auch tun, weil es wirklich total spannend ist, das FSJ. Und man kann ganz viele neue Sachen lernen, vielleicht auch mal nicht nur so theoretisch wie in der Schule arbeiten, sondern auch mal wirklich praktische Erfahrungen machen. Man lernt auch andere Leute kennen und andere Jugendliche und kann vielleicht auch sich mit denen austauschen. Vielleicht haben die auch die gleichen Interessen wie man selber. Also das würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.